So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Angry Birds Fight. Es geht hier weiter. Ich glaube, wir haben wieder eine neue tägliche Mission. Denkt die Herausforderung, erreicht einen Angriffswert von mehr als 200. Wird kein 1000 Münzen kriegen wir. Gewinnen im Wutmus, einen Kampf gegen einen Vogel. Ach, kommt schon, Leute. Gewinnen gegen Spieler aus verschiedenen Ländern. Wie soll ich das denn machen? Das ist ja gar nicht möglich. Ach, das ist immer noch meine? Okay. Dann werden wir den ganz kurz verprügeln. Mein 1200 Leben ist es eigentlich nicht wert, aber es ist meine. Es ist einfach meine. Deswegen, wir kämpfen einfach gegen ihn. So, guck mal, guck dich mal, was hier für ein geiles Feld war, aber. Naja, keine Vierer-Kombo möglich gewesen gerade. So. Ich sehe hier kaum noch irgendwas Mögliches. Ja, scheiße, ja. Das ist immer dann irgendwie wieder was Neues Mögliches. Doch kacke. Ah, da war eine Vierer-Kombo. Ärgerlich. Aber ich glaube, ich habe ihn trotzdem. Wobei, ich habe kaum Damage. Skip mal das mal. Oh, schön. Man hat ja gar keinen Schaden gemacht. Gut. Hat sich total gelohnt dann. Sollten wir doch nicht mehr gegen so Schwache kämpfen, weil es einfach wirklich nur noch Schiffsenergieverschwendung ist. Okay, vielleicht so 10 Punkte wahrscheinlich. Okay. Aber wir müssen jetzt sowieso erstmal gegen den Dings hier weitermachen, gegen den Boss, gehen nach 4-3. Also von unserem 4-3 müssen wir wieder einen Anker raushauen und dann können wir halt mit den normalen weitermachen. Aber gut, sollte nicht allzu schwierig sein. Wow, fick dich, du Penner, ey. Weißt du, direkt am Anfang. Können Sie sich mal warten, bis ich irgendwie was gemacht habe, ihr Lutscher, ey? Was für Lutscher? Boah, ich krieg die scheiß Schweine nicht weg. Ich krieg sie einfach nicht kombiniert, die Dinger. Weil sie so hässlich sind. Keiner will die haben. Keiner will die Schweine, da war eine Vierer-Kombo, hab ich schon wieder gesehen. Keiner will die Viecher haben. Das ist wieder eine Vierer. Geile Sache. Ja, ja. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. So, schade, hab nichts mehr bekommen. Naja, und selber mal locker besiegt haben, ist ja nicht stark. Den skippen wir auch gleich wieder. Ich habe keine Lust auf die Kämpfe mehr anzugucken. Mir zu öde. So, 28 Erfahrungen. Das ist nicht übel. Stella hat Level abbekommen. 55 Münzen. Krieg's auf 25. Nee, ich krieg's auf 25 Defense zu verlieren, aber 65 HP. Never ever. Verkaufen wir auch. Sehr schön. So, was haben wir hier? Immer noch die Schiffsenergie. Genau, immer noch die Schiffsenergie. Gut, dann machen wir weiter. Bei 4-3, 38%. Jetzt müssen wir trotzdem noch hier den Gegner mit einem Wutding besiegen. Ich verstehe zwar nicht, wie man das so einfach bekommen kann, aber schauen wir mal. Ich meine, die 1000 Münzen wäre schon nicht schlecht, die zu kriegen. 150.000 Rang, also über 150.000. Sieht ja gar nicht so schlecht aus für uns, ne? Ey, also ich hasse meine Maus. Oder ich hasse das Ding hier. Ich weiß nicht, ob das so, ob das Ding hier rumbackt oder so, keine Ahnung. Aber jedes Mal werden meine Klicks nicht richtig genommen. Oh, da war eine Fünfer. Fuck you. Jedes Mal. Das ist schon das zweite Mal, dass durch ein Auto, so ein Auto-Ding, meine Fünfer kaum versaut wird. Game. Ohne Scheiß, Mann. Jetzt reicht's langsam. Zweite Mal schon, Ich krieg hier extrem viele Vierer gerade, aber nicht ein einziger Fünfer, ey. Boah, der ist richtig am Arsch, der Gegner. Alter, der tut mir richtig leid, ehrlich gesagt. Der tut mir richtig leid. Aber ich hatte dennoch nicht die Raserei bekommen. Das ist so scheiße, das ist das zweite Mal schon, weißt du? Das regt mich richtig auf. 63 Defense lohnt sich richtig, wa? Kann der sichtbar mein Schild wegmachen? Ach nee, der Schild ist ja, der ist ja gar nicht auf der Leiste angezeigt, der ist ja extra. Gut, eine 8er Siegesserie. Sicher 30 Erfahrung, wunderbar, 43 Fightpunkte, eine Zuckerstange und ein Partystab. Verkaufen wir direkt mal. Kampfpunkte normal 30 oder 30 dazu halt. Das kommt, glaube ich, schon wieder so eine komische Schildkröte, genau. Wenn wir die angreifen? Nur wenn sie wesentlich mehr HP hat. Schauen wir mal. Ich werde keine unter 2000 werde ich nicht mehr angreifen. Na, ist gut. 4200 klingt sehr gut. Komm her, Schildkrötchen. So.
da immer eine Vierer. Sollte man vielleicht ein bisschen präziser jetzt vorgehen, da war eine Vierer-Kombo, weil das völlig eh egal ist hier, weil ich, hier zählt das, glaube ich, sowieso nicht. Deswegen ist das egal. Und das ist die nächste Vierer-Kombo. Noch eine Vierer-Kombo. Ja, ist doch schön, oder? Ordentlich Punkte gesammelt, ey. Ich werde das auch gleich skippen, weil das ist völlig Latte, ey. Würde ich überhaupt gar nicht angucken. Das ist so öde. Ich will da überhaupt gar nicht zugucken. Hier, komm, überspringen. Oh, ich habe ihn sogar besiegt. Wow, bin ich geil, ey. Holy shit. Ich brauche nicht mal andere, Hilfe. Hier ist so geil. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich einmal 4200 HP weghaue. Aber schön. Schön, schön. Du hast in gegen Schildkröten schon mal 250 Punkte. Ach, aber ein B-Spachtel. 31 Schaden dazu, Logo. Komm her hier. Für meine Mathilde. So, und dann machen wir hier einfach weiter, würde ich sagen. Mann, ey, zweimal die 5er schon gehabt. Das wären jetzt beide meine Missionen gewesen hier für dieses Ding hier. Aber nee. Ist ja nicht. Black, Rang 200.000. Ist doch super. Gegen genau hier so die ganze Zeit kämpfen. So, ja. Sieht gerade nicht so doll aus hier. Hier haben wir eine Vierer. Na, der kommt natürlich direkt unter links an. Vierer, Ich sehe keine Fünfer-Kombination. Eine schöne Vierer. Schlecht hier. Oh, wieder eine Vierer, das ist auch schön. Hm. Okay. Boah, da war die dann 5er-Kombo. Ich krieg die Krise, aber die hat sich automatisch aufgelöst. Wieder mal. Aber ich konnte sowieso dann nichts dagegen tun. Alter, ich weiß nicht, wie oft ich hier die Raserei bekomme. Jetzt gerade, wo es für die Mission wichtig ist, dann fällt es mir auf, wie krass oft ich sie kriegen könnte, aber ich sie nicht kriege. Und scheiße, 9er Siegesserie, wunderbar, ist doch super, ja. 14 Fightpunkte dazu. Vorhin hat man die 44 Punkte bekommen, weil wir haben die Missionen doch schon angerechnet bekommen, die 40 Punkte, 39 Fightpunkte. Das ist unsere tägliche Herausforderung. Platz 90.000 sind wir jetzt übrigens. Achso, das ist immer nur so ein Etwa-Wert. Etwa 90.000 sind wir gerade. So, hier haben wir eine Vierer-Kombo. Immer eine Dreier. Schade. Scheiße, dieses Spiel! Das war sogar eine Sechser-Kombo. Alter Schwede, ey. Nicht zu verachten hier, wie ich hier abgehe. Okay, da schrubbt mir die Bombe durch. Noch eine Bombe? Klar, warum nicht? Komm, zwei Lines weg. Macht Spaß. Ohne Lines zu spielen, total lustig. Da war wieder eine Vierer-Kombo gewesen. Fünfer sogar, glaube ich. Ich glaube, es war sogar eine Fünfer gewesen. Na, war aber, ist ja richtig so, ne? Muss ja sein. So, wir haben hier Mathilde als Gegner. Okay. Ashraf. Hi, Ashraf. Schon wieder gewonnen? Logo, was soll denn das hier, ne? Sind das für Noob-Gegner hier? Was ist das hier? Platz 30.000 oder so? Ist doch nix. Oh, die macht mir ordentlich Schaden. Also, nur ein bisschen mehr Damage, wenn sie gehabt hätte und ich hätte verloren. Aber na gut. 10er Siegesserie. Jetzt kommt wieder die Facebook-Meldung. Möchtest du teilen? Ich habe 10er Siegesserie. Nein, möchte ich nicht. Danke. Und schon wieder ein ein Turtle-Ding. Hab aber leider keine Schiffsenergie. Es tut mir echt leid. Deswegen kann ich da jetzt nichts machen. Deswegen bleiben wir mal schön hier. Und machen das nächste weiter. 50% haben wir gleich, aber ich glaube bei irgendwie 60-70% erst kriegen wir wieder eine Schweinegegner, Dingensen, hier, yeah, whatever, ihr wisst schon. Xelka! So, haben wir irgendwo eine 5er-Kombo? Schade, leider nicht. Ui, 4er-Kombo. Na, lass mich. So, hier war es gewesen. Da, wieder ein Vierer-Kombo, sehr schön.
Ah, Vierer. Noch ein Vierer. Na, da war ein Vierer gewesen von Chuck. Schön aufpassen. Schön auf. Da war wieder der Fanball. Ich krieg die Krise, Mann. Was ist das? Das Game hasst mich. Und vor allem, wir müssen ja damit auch gewinnen, wobei das Gewinnen wahrscheinlich keine Schwierigkeit wäre. Wenn wir so eine 5er-Kombo haben, dann gewinnen wir in den meisten Fällen. Warum gewinne ich eigentlich die ganze Zeit? Das ist ja mega awesome hier. Ah, er macht 5 Schaden. 5 Schaden weniger dafür. Mal gucken. Ich glaube, er kann sogar in der Tat gewinnen. Nee. Wenn es so weitergeht, habe ich gewonnen. Oh, wow. 35-6 HP. Das ist aber knapp. Das war aber knapp. So, 30 Erfahrungen wieder dazu. Fight. So, was haben wir hier? 18. Ach komm, geh mal weg, ey. Angst bei uns gegen Red. Küchenchef Schnurrbart. Weg damit. 45 Münzen wieder dazu. Ich habe fast 36.000 Münzen. Das ist ja auch schon eine ganze Menge, oder? Holy shit. Du kannst einmal pro Tag Münzen an deine Freunde schicken und im Gegenzug welche von ihnen erhalten. Erfahrung mal 2. Das heißt also, egal ob ich gewinne oder verliere, ich kriege zweifach Erfahrung. So, na komm, wo sind die schönen Kombinationen hier? Da haben wir eine schöne Kombination. Da haben wir die 5er. So, und jetzt muss ich den Gegner natürlich besiegen noch. So, da haben wir eine 4er-Kombo, da haben wir bestimmt noch die besiegen, den Gegner jetzt nicht, habe ich das Gefühl. Weil so viele Kombinationen haben wir gerade hier nicht so wirklich raus, ne? Da haben wir eine 4er, sehr schön. So, komm schon, hier kommen noch mehr, immer mehr, aber immer raus hier damit. Noch höre ich kein Tickern, sind noch ein paar Sekündchen. Ui, Mathilde, go, kommt schon Leute, ich brauche noch ein paar Pünktchen, ich muss gewinnen hier. Kriege ich zumindest die tägliche Mission, ist dann fertig. Das ist ja auch schon mal wichtig, dass ich die Mission fertig habe, um 1000 Münzen zu bekommen. Ah, sieht sehr gut aus, wir haben gewonnen gegen den. Das sehe ich schon an der Defense, ob ich gewonnen habe oder nicht. Das hängt ja fast unweigerlich miteinander zusammen. Und ich habe die erste Wut. Muah, geil. Krasse Sache. Ich hoffe, der wird jetzt angerechnet. Wäre traurig, wenn das nicht wäre. 366 Erfahrung. Kampfpunkt mal 50 Kämpfe gegen 5 Spieler aus blablabla Ländern. Warum habe ich jetzt nicht gewonnen? Wird mich verarschen. Ich habe doch das. Gewinne im Wutmodus. Ein Kampf gegen einen Vogel. Ach, das ist der Wutmodus. Das hier. Guck mal, das ist der Wutmodus hier. Mein Gott, ich bin aber auch ein Depp, ey. Oh mein Gott, bin ich ein Trottel. Nicht in der Raserei, sondern Wutmodus. Hier, das ist der Wutmodus. Gibt mir nämlich noch ein bisschen Bonus, glaube ich, dazu. Mann, bin ich ein Idiot. Ach, Leute, sag mir das doch mal eher hier. Mann, ey. Na gut, dann ist natürlich einfach. Jetzt gewinnen wir bestimmt gar nicht mehr. Und das ist der Wutmodus. Ja, vielleicht hätte man beim Tutorial ein bisschen besser aufpassen sollen, weil da haben sie sich ja erklärt, was der Wutmodus ist. Aber, ach, Tutorials sind unnötig. Unnötig. Ja, die muss man halt eine Weile mit den Spielen, mit den Vögeln, dann erst erscheint der Wutmodus. Ja, ist, schön. Wusste ich vorher, also wusste ich schon, aber... Boah, da war eine 4er-Kombo gerade wieder. Uiuiui, traurig. Traurig. So, hier haben wir noch eine Kombination. Da haben wir eine Kombination. Uiuiui, peinlich. Na, aber der Fünfer! Ach, danke, wenigstens Vierer. Scheiße, ey, ich hasse das. Ich habe fast mehr Defense als Angriff. Und? 39 zu. Aber Mathilde hat sehr viel Leben. Das ist das Dumme an ihr. Sie hat sehr viel Leben. Schau mal, inwieweit wir das Leben von ihr weghauen können und sie unser Leben weghauen kann. Oh, ja, wunderbar. Wir haben es gewonnen. Nee, doch nicht. Wir haben verloren. Ey, guckt euch an. Die hatte weniger Dings und all das. Das ist lächerlich, wirklich. Und jetzt natürlich, jetzt sind sie nicht mehr im Wutmodus. Muss ich mal anderen nehmen. Das ist ja kacke. Da habe ich jetzt absolut nicht dran gedacht. Der ist auch im Wutmodus. Guck mal hier, der Tohojo. Da war eine 4er-Kombo. Och, Leute. Streng dich mal an hier. Immer wieder verkack ich's. Oh, dieses Mal kriegen diese hässlichen Kombinationen hier. Das geht auf den Sack.
Da haben wir eine Vierer-Kombo, sehr schön. Da haben wir eine Vierer-Kombo. Da hat man gerade noch eine, da hat man fast eine Fünfer-Kombo gehabt, aber das ist ja natürlich wieder weg gewesen. Richtig so. Na gut, das ist jetzt nicht die Raserei. Es kommt bestimmt auch noch. Nächste. Habe mich schon mal darauf vorbereitet, mental. Falls diese Mission mal kommen sollte. 644, wow, das ist krass. Da haben wir auf jeden Fall gewonnen. War zu viel Damage, Alter. Ich denke nicht, dass der. Oh, jetzt kommen noch eine Vierer dazu. Sehr schön. 721. Uiuiuiui. Da wäre sogar noch eine Vierer-Kombo gewesen. Oh, sag mir nicht, dass das Game jetzt sich aufgehangen hat. Ey, ohne Scheiß, da mache ich meinen Monitor kaputt. Ich habe schon die Faust ausgeholt. Der hat jetzt nämlich auch länger gegangen gerade. Alter, ist die Bombe stark. Holy shit, ey. Vor allem die ist so fucking tanky auch noch. Mathilde ist genauso tanky. Uiuiuiui. Jo, wunderbar. Ja, weg hier mit der Pfanne, ey. Und dann haben wir unsere Daily Challenge fertig. Kampfpunkt Nummer 30 und 1000 Münzen als Belohnung. Und wir sind wieder ein Stück näher dran an unseren 5 Diamanten. Oh, ist das toll. Hier kommen immer die 1000 Münzen noch mit. Ja, damit. Wunderbar, wir haben auch keine Energie mehr. Das heißt also, guck mal, jetzt haben wir nämlich auch gewonnen hier. Da, hier. Nee, doch nicht. Hä? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Die beiden sind noch, die drei sind noch im Voodoo-Muss, die können wir noch probieren. Aber entweder der Counter zählt nur immer für eine Mission, entweder für die oder für die. Das ist doch total dämlich. Ich meine, ich habe ja gewonnen. Ist egal. Ja, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Angry Birds Fight. Ciao!